Guten Morgen. Die Wettervorhersage für heute war zumindest zu Teilen richtig. Ihr könnt es wahrscheinlich hören. Den ganzen Vormittag soll es überregnen. Dafür soll es aber am Nachmittag wieder aufklaren, bewölkt bleiben, aber nicht mehr regnen. Ja, dann lasse ich mir jetzt einfach mal beim Zusammenpacken Zeit, werde dann in Ruhe frühstücken und dann geht es dann halt erst ab 11 oder 12 Uhr los. Weil ja, im Regen fahren, den Tauberradweg möchte ich nicht. Da warte ich lieber, bis der Regen vorbei ist. Weiter geht's. Na, bei mir ist es jetzt 11:15. Ich bin schon bis nach Wertheim vorgefahren. Und jetzt geht's weiter im lieblichen Taubertal. Der Klassiker. Na, da freue ich mich schon tierisch drauf. Ja, das Wetter ist heute gemischt. Es soll ab und zu mal nieseln, aber das wird mich nicht aufhalten. Ab und zu lässt sich auch die Sonne blicken. Hier in Wertheim steht auch die größte Burgruine Deutschlands, die man besichtigen kann. Ja, ich bin ja nicht so der Besichtiger, aber falls ihr hier einen Stopp einlegt und es euch interessiert, es soll sich lohnen. In Wertheim bin ich ja wie gesagt vom Main an die Tauber gewechselt. Der Radweg, liebliches Taubertal, der Klassiker, ist ungefähr 100 Kilometer lang. Und ja, ich werde mal schauen, wie lange ich heute fahren werde. Ich habe 3 Campingplätze angerufen, bei Kilometer 65, 85. Und auch bei Kilometer 100. Bei allen dreien kann ich spontan anreisen. Ja, und ich werde einfach mal gucken, wie lange es mich auf dem Fahrrad hält. Ich fahre ja mal wieder flussaufwärts. Und das heißt, ich habe so die ein oder andere Steigung zu meistern. Und mit dem ganzen Gepäck von Julias Essenslieferung wird das jetzt spannend. Ja, ihr habt jetzt auf der Karte schon gesehen, bis vorhin ich gefahren bin. Habt die Strecke nachverfolgen können. Ich hab's noch vor mir. Der Baum links sieht sehr außergewöhnlich aus, aber ich hab mal wieder keine Ahnung, was das für einer ist. Es geht hier herrlich im Wald entlang. Zwar immer mal wieder bergauf und bergab. Da merke ich dann bergauf Julias großzügige Essenslieferung, die in meinen Taschen steckt, aber einfach herrlich. Okay, jetzt muss ich mal die Kamera wegstecken. Jetzt ist Powern angesagt. Im kleinsten Gang schraube ich mich hier mit 6 km/h hoch. Aber ich freue mich schon auf die Abfahrt. Ich glaube, die Windweste, die kann ich bald ausziehen. Oh, das nimmt kein Ende. Bei den ganzen Auf- und Abstiegen, da habe ich eine Sache ja total vergessen. Den täglichen PCR-Test. Patricks Campingplätze für Radreisende-Test. Ja, übernachtet habe ich beim Campingplatz Azur Wertheim. Ich kann eins schon mal vorweg sagen, super Campingplatz. Alles war 1A, Zeltwiese war toll, Sanitäranlagen waren toll, Brötchenservice, Getränke waren auch, also die Getränkepreise waren auch im Rahmen.
Der Campingplatz war an sich relativ teuer. 23 Euro sollte ich eigentlich bezahlen. Hab dann aber gesagt, bisschen teuer. Ja, und habe ich einen Rabatt bekommen und nur 11 Euro bezahlt. Und das bewerte ich auch. Also für 11 Euro absolut klasse. Es gab zwar keine überdachten Sitzgelegenheiten, aber Sitzgelegenheiten. Und für Regentage gibt es so eine Lodges, also so eine, sag ich mal, überdachten Zelt, also eine Zelte auf Stelzen, wo man dann unten drunter dann ja, auch essen kann. Das hätte man dann überdacht. Die sind auch spontan öfter mal frei. Also von mir auf alle Fälle 4,5 Punkte von 5. Ich würde auf alle Fälle wiederkommen. Vor allem zum Preis von 11 Euro. Absolut gut. Ja, und jetzt habe ich schon wieder den nächsten Aufstieg vor mir. Ja, und muss weiter strampeln. Junge, 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 die Steigungen haben es ganz schön in sich. Ja, aber flussaufwärts habe ich anscheinend öfter mal Glück. Die Steigungen sind dann meistens nur 5-7% steil. Und ja, wenn es dann zur Abfahrt kommt, stand schon einmal ein Schild 15% ja, Abfahrt oder und einmal 10%. Und da, bei den 15%, da kam die E-Bike entgegen und die haben dann bergauf geschoben. Ja, vielleicht habe ich auf flussaufwärts doch Glück. Hui! Zum Glück war ich nicht zu schnell unterwegs. Und jetzt wird es endgültig an der Zeit, die Windweste erstmal auszuziehen. Die Sonne kommt raus, 24 Grad sind es jetzt. Ja, und was essen werde ich jetzt auch nochmal. Ja, ich wusste nicht, wie viele Bäcker unterwegs sein werden. Deswegen habe ich mich schon mal in Wertheim eingedeckt. Da habe ich dann schon eine Streuselschnecke zum Frühstück gegessen. Ja, und nochmal zwei belegte Brötchen und noch was anderes mitgenommen. Und ja, bei den Steigungen werde ich ja heute mal ein bisschen mehr essen als sonst. Die vordere Parkstütze klemmte immer noch des Öfteren und ließ sich nicht einklappen. Das nervte mich tierisch. Laut Internetforen soll das ein gängiges Problem der Parkstütze von Tubus sein. Für mich heißt es jetzt erstmal alles auf Anfang und die Szene neu drehen. Einfach malerisch hier, wie aus dem Bilderbuch. Stranded, a castaway, an unknown shore. Ach, ist das schön. Jetzt sind es schon 26 Grad, die Sonne scheint. Doch, wärmer muss es nicht sein, so ist es genau richtig. Oberbischofsheim mit seinen alten Fachwerkhäusern gibt einem einen kleinen Vorgeschmack auf Rothenburg ob der Tauber.
raus aus Taubers Bischofsheim geht es genauso malerisch weiter. Einfach schön. Da hinten liegt Distelhausen. Ach, für mich geht es aber weiter geradeaus. So rum gefällt mir das. ...46 Kilometer habe ich jetzt und genau 14 Uhr ist es jetzt. Ja, es rollt sich ganz gut. Der Weg ist super asphaltiert. Zwischendurch kommt immer mal eine Böe und die bremst mich dann von 20 auf 15 runter, aber na, es passt schon. Weiter geht's durch Bad Mergentheim, wo man am Residenzschloss vorbeifährt, bevor man in Richtung Weikersheim weiterradelt. Da sieht man mal die Tauber. Eben in Bad Mergentheim. Ja, musste ich mal wieder einkaufen gehen. Alles, was ich heute bei Bäcker gekauft hatte, heute früh, ist schon weg. Zwei belegte Baguettes, ja, irgend so ein herzhaftes Ding mit Käse überbacken und dann noch so eine Puddingschnecke. Alles war schon weg. Deswegen habe ich mich jetzt mal mit einer Schokomilch gedopt und dann noch eine Puddingbrezel gekauft und eine Nusseule. Und für später noch ein Süßgetränk. Heute esse ich ohne Ende. Jetzt wird's dann doch etwas hügeliger. Aber zum Glück kann man ja bergab wieder einfach rollen lassen. Ich wollte gerade sagen, das klappt ja heute alles wie am Schnürchen. Ja, und ihr seht im Hintergrund, es braut sich wieder was zusammen. Ja, ein bisschen nieselt es auch schon. Der nächste Regen kündigt sich an. Also die vierfache Portion Nudeln gestern und zwei Portionen Porridge zum Nachtisch, die haben mir gut getan. Ja, und heute futtere ich mich auch beim Bäcker einfach mal durch. Ja, bislang gibt das Power. 70 Kilometer sind es bis jetzt. Noch 36 bis Rothenburg ob der Tauber. Und naja, in 32 Kilometern hätte ich den letzten Campingplatz. Oder ich nehme einen davor. Noch habe ich Power und Zeit habe ich auch genug.
Rechts im Hintergrund sieht man den Ort Taubarettersheim, wo es als nächstes durchgeht. Und wieder geht's über die Tauber. Die Passage zwischen Biberehren und Klingen war mein heutiges Highlight. Man fährt hier, im positiven Sinne, einsam in der Natur. Es geht direkt an der Tauber entlang, bei der das Wasser aufgrund von Felsen immer mal wieder weiß schäumt, und außer Vögel und das Rollen der Reifen hört man absolut nichts. Kilometer noch. Ich will es wissen. Ich will die ganze Strecke an einem Tag fahren. Jetzt heißt es Kräfte mobilisieren und strampeln. Kilometer sind es noch. Und ich gönne mir jetzt noch eine letzte kleine Pause mit tollem Ausblick. Und jetzt gibt es das letzte Dopingstück, so eine Nusseule. Ja, schon zerbrochen. Jetzt habe ich zwei kleine Nusseulchen, aber die wird trotzdem schmecken. Ich muss sagen, es läuft heute richtig, richtig gut. Es sollte heute ja den ganzen Tag regnen. Ich habe ja gestern schon gesagt, dass dem Wetterbericht aktuell nicht zu trauen ist. Und heute früh stand dann nur 2 Stunden Regen oder 3 Stunden bis 11 Uhr und danach trocken. So ist es dann auch gewesen. Zwischendurch gab es nur 1-2 Mal Nieselregen. Aber was soll's. Ja, ich esse jetzt weiter und dann rolle ich auch wieder weiter. Im wahrsten Sinne des Wortes mit dem Rad und dickem Bauch. Die letzte Pause, die war bitter nötig. Oh. Naja, ich schraub mich langsam hoch. Aber gleich geht's erstmal wieder bergab. Der Ausblick. Einfach grandios. Unbeschreiblich. Nachdem man es bergauf geschafft hat, kann man das Fahrrad dann längere Zeit einfach rollen lassen, da es recht flach bergab geht. Also eins kann ich sagen, die letzten Kilometer mit den Anstiegen und so, die haben es ganz schön in sich. Aber ich habe ja zum Glück gut gegessen. Ich stehe gut im Futter. Jetzt geht's für heute das letzte Mal über die Tauber. Ups. Ich hätte da abbiegen müssen. Einmal wenden, bitte. Hoppala. So, und jetzt richtig abbiegen. Ich habe mich geirrt. Es geht doch noch mal rüber über die Tauber. Gleich ist es geschafft.
Noch 1 Kilometer zum Campingplatz und ich lasse langsam ausrollen. Dann waren es heute 103 Kilometer und das, obwohl ich erst so spät gestartet bin. Ach, das hat Spaß gemacht heute. Ich bin gut am Campingplatz angekommen. Das Zelt steht auch nah zum Trocknen. Es ist schon so gut wie trocken. Die Wäsche hängt auch. Ja, es war ein toller Tag heute, 103 Kilometer in Summe. Bei richtig gutem Wetter. Also ich bin froh, dass es heute keine 30 Grad waren, sondern genauso wie heute. Es hat alles perfekt gepasst. Ich hoffe, du hattest auch Spaß dabei. Ich werde gleich duschen gehen und danach werde ich kochen, mit meiner Frau telefonieren. Deswegen sage ich jetzt schon mal ciao und bis bald.